erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und wie im ersten Blog angekündigt, geht es heute darum, wir werden Koi fotografieren, die hier im Glashaus großgezogen wurden. Vom 3-Jährigen zu jetzt 4-Jährigen. Ich glaube, das trifft auf so ziemlich alle Koi in diesem Becken zu. Die Plätze im Naturteich sind begrenzt. Man kann nicht alles im Naturteich tun. Und da entscheidet man sich dann für die Beste. Also wenn Sie so wollen, ist das hier die zweite Garde der Koi, die hier von Konishi großgezogen wurden. So, und wie ich auch schon gesagt habe, wir werden dieses Jahr mehr Blogs aufnehmen in Japan als im vergangenen Jahr. Zum einen, das ist der Hauptgrund, weil das Koi-Thema eigentlich das ist, darum heißt es Modern Koi-Blog und nicht Modern Teich-Blog. Ich liebe die Teich-Blogs und ich weiß, es hilft vielen von Ihnen, wenn man sieht, was haben die anderen gut gemacht, was haben die anderen schlecht gemacht. Ich finde es dann nur immer wieder schade, wenn wir dann über Fische, über Koi sprechen, dann gehen die Zugriffszahlen etwas nach unten. Scheint nicht das ganz, ganz, ganz große Interesse zu wecken bei den Leuten, aber wir werden dranbleiben. So, und ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, und wir werden auch, so wie jetzt die Fische, die im Glashaus großgezogen wurden, wir werden oben Blogs machen, wenn wir die ganzen Auktionsnissai fotografieren, die im Glashaus großgezogen wurden und so weiter und so fort. Marc hilft jetzt Makoto beim Rausfangen und ich bin dann gleich wieder da, wenn der erste Koi, den es sich lohnt zu blocken, wenn der in der Wanne schwimmt. Hi! So, der erste Koi, der Ikeage 2.19, der geblockt wird. 71 cm, Ginrin Karashikoyo. Karada Watsuborashi, ne? Also spitzenmäßiger Körper, tolles Ginrin. Wurde auch soeben gekauft. Und Potential war 19 Shimade ni okikunare maska. Kyuchu Ichu wa daijoubu. Also kann über 95 cm gehen. Und tolle Farbqualität, tolle Hautqualität. Tolles Skinrim. Ah, well done. So, hat ihm noch gesagt, dass er es gut gemacht hat. Als nächstes kommt ein Kinmatsuba. Da hatten wir im letzten Jahr genau 2. Kione, Nisai Kinmatsuba war Nihikidake. Da hatten wir genau 2. Das ist einer davon. Jetzt auch 3-jährig. Shitsuei, ne? Tolle Qualität. Matsuba, das gerade im Kommen ist, Nansenji. Aber einen ganz klaren Kopf, klare Flossen. Und 64 cm. Ausreichend für einen 3-Jährigen. Mada, Bire toka Atama wa Kao wa Kire, ne? Ja, super. Also das Matsuba, das sehen Sie, das tritt gerade raus. Super. So, und wo ein Kinmatsuba ist, ist der Kinmatsuba nicht weit. Auch aus unserer Kuchaku-Zucht. Ebenfalls tolle Qualität, noch ein bisschen unruhig, die Kleine. Aber auch kein Schwarz in den Flossen, nur minimal ganz leichtes Grau. Kopf wunderschön. Und dann schauen Sie sich das Matsuba an. Richtig cool. Und Kinmatsuba hat es auf 64 geschafft. Boah, auf 71. Arimo Sansei. Ja, auch 3-jährig auf 71. Das ist natürlich gewaltig. Ha? Yonsei? Also, Makoto muss sich korrigieren. Er ist 4-jährig. Wäre natürlich schön, wenn er 3-jährig gewesen wäre. Nein, Spaß beiseite. Toller Fisch. So, dann machen wir mal mit dem Benigoi weiter. Ein bisschen Farbe wieder ins Spiel bringen. Sehen. Gekeschert wird hier mit stoischer Ruhe und im Zweifel darf ein Koi auch mal abhauen. Es wird hier niemand gezwungen.
außer Marc und Makoto. Ja, so. Marc hat gleich reagiert. Gut, Sie wissen meine Aversion gegen europäische Kessel. Und mit dem Material hier kann man auch wirklich arbeiten. Auf zwei, drei minimal kleine Schimmi. Toller Koi, tolles Rot. Und ist eigentlich kein Benigoi, das ist ein Akamuchi. Ne? Akahachiro. Nicht Akamuchi, Akahachiro, wenn sie weiße Flossen haben. Aber bei den Flossen, das sieht man, die werden noch rot werden. 77, immer jung sein, ne? 4 Jahre, 77 cm. Und Sie sehen ein paar ganz kleine Schimmi hier oben. Aber das sollte ein 77 cm Benigoi der Qualität nicht stören. Und Sie sehen die Flossen, die sind schon orange im Ansatz. Und die werden rot werden. Ano Birimo, Ano Akakunarimas, ne? Chotto Chotto, ne? Noch eine Schwanzflosse. So. So, jetzt kommen wir zu einem Koyo. Ano Koyo wa maino ginrin Koyo to kyodai deshita? Er hat gefragt, ob es ein Geschwister zu dem Ginrin Koyo ist, dann sagt er nein. Blattlein wa chigau. Are mui. Er bringt Nana Roku. Roku Nana. Ja. 3 Jahre, 67. Auch schöne Qualität. So, hatte gerade ein bisschen Wasser auf der Linse. Nansenshi Madini Okikunare Maska. Klassische Frage, wie groß kann er werden? Also 85 sagt er auf jeden Fall. Und da kann es auch noch sein, dass hier dieses Orange noch ein bisschen rausdrückt. Also, was aber auch nicht wirklich dramatisch ist, diese Koi leben am Ende von ihrer Größe, von ihrem Volumen. Und beides wird er bekommen. Es kommt ein gelber Ginga. Kiroi Ginga. Wo mir nur gezüchtet, um neue Elterntiere für die Kutschaku-Blutlinie zu bringen. War eine Kreuzung aus Matsukababake und Platinogon. Und die besten Tiere, die besten Nachkommen, werden dann in die Kutschaku-Linie eingekreuzt. Und manche davon sind einfach gelb, so wie er. Kakui, ne? Wann sind sie? Immer Sansai? Ah, also ist jetzt 4-jährig, 68. Und ich weiß noch, 1-jährig oder 2-jährig hat sein Vater angefangen, ihn in seine Obhut zu nehmen. Und hat wirklich eine tolle Qualität und ist sogar Ginrin. Ginrin Kiroi Ginga. Da lacht der Kleine. Das Kleine hat er verstanden. Er will groß sein, wollen sie alle. So. Wenn wir schon bei den Gelbtönen sind, dann bleiben wir da auch mal mit einem Yamabuki. Immer Nisai Sansai. Also, scheint Sansai zu sein. Yoruwa Kakui, ne? Also, tolle Farbe. Karadamui, ne? Karadamui. 72 cm. Schönes Volumen. Tolo Koi. Hikari Moi, ne? Fukurin Moi. Also hat ein tolles Fukurin, wenn Sie es schauen. Die Haut um die Schuppen.
wie groß die ist, wie großflächig sie ist, hat einen tollen metallicfarbenen Glanz. Und hier mit 4K sehen Sie das vielleicht, dieses Metallic an den, am oberen Ansatz von den Kiemendeckeln, das glitzert richtig. Nansenshi Mari ni okikunare maska? Kyuchu wa daijoubu, ne? Also 90 cm bescheinigt im Makoto und das Volumen ist sensationell. So, jetzt kommen wir zum nächsten Benigoi. Auch mit fast ohne Chemie, nur oben ein kleiner. Ein kleines, das Chemie. Hachiju aru? Also 80 cm immer Nansai, Sansai, Yonsai? Sansai. Also 3 Jahre, 80 cm. Uff, okiko, ne? Okay, ne? Und Sie sehen, bis auf das ganz kleine Shimi hier, aber das sieht man fast nicht. Aber das war Mesurashi. Hachichu Senshi Shimi Nashi. Hinten auch nochmal ganz wenig, aber man sieht es wirklich kaum. Aber das war Kyuchi Kyuchi Gowa Daijoubu. Also 90, 95 cm kann er werden. Hat nicht das ganz brutal brachiale Körpervolumen. Kann auch nicht jeder Koi haben. Aber dafür ein wunderschönes Rot. Schon fast komplett rote Flossen. Und ganz, ganz, ganz wenige Chemie. Hey. So, jetzt stehen die zwei richtigen zusammen. Und last but not least, fangen wir heute mal ganz langsam an in dem Block. Noch ein Orenji Ogon, 3 Jahre, immer Nansenshi. Gochukyu. 59 cm. Wunderschön in der Farbe. Und Nansenshi, Martin Yogi Gunari Maska, Hachichu Daijoubu. Also 80 kann er werden. Auch er wird seine Flossen noch durchfärben. Überhaupt gar kein Problem. Schöner Körper, schöne Farbe, schöner Metallicfarben und Glanz. Ichiban Tsuyoi Tokoro wa? Karada, ne? Ich habe gerade gefragt, was ist der stärkste Punkt? Die Körperform? Und er sagt, er kommt aus der Kuchaku-Blutlinie und von daher geht er aus, dass er sehr groß werden wird. Und wenn Sie mal schauen, hier in den Schuppen, ist auch ganz leicht so sinniger werden. Also ganz leicht drückt hier schwarz raus. Also er wird kein Kinmatsuba, den man sagt, Kinmatsuba war nada, nein. Also das wird er nicht werden. Und er ist sehr ruhig. Und mit diesem Koi beenden wir den heutigen Block. Und dann schauen wir, was im nächsten Block dabei rauskommt. Wie gesagt, wir werden dieses Jahr mehr aus Japan blocken als im letzten Jahr. Einfach, weil wir die Fischgeschichte persönlich sehr geil finden. Und wenn sein Papa schon mal der Kescher in der Hand hat, dann wird es gefährlich. Dann will er mir sicher was verkaufen. Wir haben das Becken gewechselt von links nach rechts oder rechts nach links, je nachdem, von welcher Seite man kommt. Und hier geht es weiter mit einem Kuchaku. Immer Yonsai? Wosai? Yonsai, 4 Jahre. Glatzkopf, wobei das bei Kuchaku nicht schlimm ist. Makoto mag sogar, weil er sagt, da kann Kuchaku zeigen, wie gut sein metallicfarbener Glanz ist. Schützt bei ihm, ne? Und die Qualität ist sehr gut. Größe wissen wir gleich mehr. Richtigen Griff. Yonsai. Qualität ist super. Ein schönes Matsuba, nicht zu dunkel. 75 cm. Schönes Rot, kein Benikuchaku, hat auch ein bisschen Rot dazu gewonnen, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Sie werden jetzt vielleicht denken, naja, man kann immer alles schön reden, aber Sie dürfen sich bei Koi ein bisschen die Bahn hier schieben. Sehr sicher sein, dass Sie das Rot erstmal nicht verlieren, sondern so behalten. Und Nansenshi Mari ni okikunare maska? Auch hier attestiert Makoto, dass er 90 werden kann. Schauen Sie mal den Riesenschädel an. Und Volumen wird auch noch aufbauen.
Also auch ein witziger Koi. So, ein Ginwatsuba kommt selten allein. Auch 4 Jahre. Auch aus der Kutschaku-Blutlinie, 76 cm. Auch ein Koi mit Potenzial über 90. Kein Schwarz in den Flossen, minimal ganz leichtes Grau. Das sehen Sie, das ist aber nicht schlimm. Ein wunderschöner heller Kopf, leicht gelblich. Ano kiroi atama, shurai ni mo, ano shiroku narimasu ka? Ich habe gerade gefragt, ob der Kopf weiß werden wird. Aber この Mamani. Also er sagt, dieser Typ Kutschaku, wo nicht den ganz brutalen metallicfarbenen Glanz hat, Hikari wa amari yokunai, ne? Also hier Körperform ist gut, Matsuba ist gut, aber dieser Typ Kutschaku, respektive Ginmatsuba, hat nicht den wahnsinnigen metallicfarbenen Glanz. Und darum sind die Köpfe dann auch etwas gelblicher. Und er sagt, ein bisschen kann es noch heller werden, aber es wird in der Regel so bleiben. Kyuchiwa daijoubu, ne? Und auch hier 90 cm. Nada problema, por favor. Was gibt es da zu lachen, Marc? Konishi hat gerade gesagt, wenn Marc den Schlauchkescher in der Hand hat, wirkt er so winzig hier. Bei denen sieht es immer aus wie so ein Kleid, wie so ein Trachtenanzug. Und bei Marc wie so ein Baseball-Cappy. Jetzt haben wir noch ein Urtier. Ein deutsche Jaguar. Na, jetzt sage ich es noch. Jesus Christus, Maria und Josef. Habe gemacht. Spritz, spritz, spritz. Wenn wir die Linse angucken. Sehen Sie kurz mein T-Shirt. Noch ein Blattlein Karakimasta? Deutsch mit Chauzuri no Gyodai? Also von Philips Deutsch Chauzuri, ist das ein Geschwister? Kyonen wa doko ni imashita? Ano Oyagoi no Tame? Suguru? Sugura? Ah, der kam letztes Jahr aus Sugura zurück. Brutal, dieser Körper. Nansenji? So ima wa Rokusai? Gosai? 5 Jahre und hat Hachichu Doku Go Hachichu Go 85 cm. Wahnsinn. Wahnsinn, was hier alles so 300 Euro gibt. Da lacht sogar der Mark. Geil. Coole Kiste. Yakusenji wa daijoubu? Also auch hier, Makoto denkt, 100 cm kann er werden. Ja, und hier haben wir einen von der Qualität, traumhaften Shisui, wo man sich natürlich fragen muss, warum ist der nicht in den Naturteich gegangen? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die linke Brustflosse ist nicht so, wie sie sein sollte. Aber für Koi-Liebhaber, die bei Kleinigkeiten rücksichtsvoll sind, nein, wie sagt man, die mit Kleinigkeiten kein Problem haben. Hier, bin ich jetzt überhaupt kein Päcki, ne? Nemogoski bin ich aber nein. Also das Rot ist super, das Kokinami ist super. Nansenji Madini Okiku Naremaska? Also Makoto sagt 85, kann der Kleine. Und ja, man sieht es hier, die Brustflosse ist. Sarewa, ano, tebide wa kikashita? Also seit der Geburt ist ein genetischer Fehler und keine Verletzung. Hier ein 61 cm Goshki-Traum. Oder war Kire, ne? Wenn Sie mal den Kopf an. Und kein Goshki, wo die rote Zeichnung vom Indigo unberührt bleibt. Aber schauen Sie, wie gleichmäßig das da drüber geht. Cooler Fisch, coole Zeichnung. Ichiban tsuyoi tokoro wa moyo. Also, das Rot und die, also Rotqualität und Zeichnung sind die stärkste Kriterium. Karada wa nansenji madeni okiku naremasu ka?
Hat sie schon? Also, auch hier 80 cm sind möglich und da wird er dann auch währenddessen noch ein bisschen dunkler. Aber an und für sich heute schon der Traum. Jetzt haben wir mal wieder einen Kutscherakku. 57, 3 Jahre. Da gibt es natürlich auch Zweijährige mit der Größe. Nissan Saiso Daita Yonjugo. Also, ich habe mal gefragt, wie groß war er als Zweijähriger. Sagte wahrscheinlich um die 50, er hat es jetzt auch nicht im Kopf. Ich bin zu heute, oder war Benny? Niba war Moyo. Samban Karada. Ano Karada de, man sind sie mal die Okikuna de Maska. Aber auch ihm bescheinigt er ein Wachstum auf 85 cm. Und geil ist die. Dem Benny Kutschakua neidisch, ne? Nemo Hotondo. Also, kein Benny Kutschakku. Aber knapp davor. Also hier haben wir jetzt einen geilen Kutschakku, Nansenji, 3 Jahre und knapp 60, 59, Hachi, 58. Ist nicht in Naturteich gegangen. Makoto war die Zeichnung etwas zu schwer. Ich habe gerade gesagt, Beni Kutschakku, dann sagt der Shiro Kutschakku, was ist der Unterschied? Beni Kutschakku haben ein richtig dunkles Rot. Makoto meint, er müsste ein bisschen ins Rot noch dunkler haben. Ich habe gesagt, mir reicht das. Das ist Beni Kutschakku. Er sagt Shiro Kutschakku, weil die Flossen, Kopf, alles absolut perfekt weiß sind und sich das Schwarz wirklich nur, das Metallic Schwarz, wirklich nur auf die Schuppen beziehen. Ichiban Itokoro wa Shitsu, ne? Ja, er sagt, das ist das stärkste Kriterium ist der metallicfarbene Glanz. Schauen Sie mal hier am Kopf. Das ist geil. Am Weiß, am Rot. Niba Meba Karada. Dann kommt die Körperform Hachichugo wa Daijoubu. Und 85 kein Problem. Und das dritte und der Grund, warum er nicht in Naturteich ging, ist die Zeichnung, die ihm zu schwer ist. Ich finde es gerade geil. Marc auch. Der nickt wie verrückt. Mega. Hey, arigato. So, und mit diesem Koi beenden wir den heutigen Vlog. Ein traumhafter zweijähriger Karashi-Goi aus der Karashi-Blutlinie. 59 cm im Glashaus groß geworden. Mir gefällt es ja, wenn sie den weißen Flossensaum haben. Orange Karashi-Goi. Wunder, 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 wunderschön. Hier oben ist die Rückenflosse ein bisschen krumm. Also der vordere Flossenstrahl, da hat er sich mal angeschlagen. Eine Kleinigkeit. Kleiner Abzug in der B-Note, aber ansonsten ein Traumkoi. Ja, und morgen sind wir dann wieder hier im Glashaus. Da werden wir uns dann überwiegend um größere Koi kümmern. Und bis Ikeagi losgeht, dauert es noch ein paar Tage. Aber wie gesagt, 20 Naturteiche gilt es abzufischen. Und da laden wir Sie herzlich dazu ein. So, also, das war der Block für heute. Marc winkt, der winkt auch gleich. Achtung, 3, 2, 1. So geht doch. Also, machen Sie es gut. Ciao.